Okay, Mikrofon ist frei. Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, wie ihr lesen konntet, aus der Kooperation mit Globaland habe ich was gebastelt, logischerweise. Ich habe mir einmal dieses Set hier vorgenommen, beziehungsweise das Häuslein. Das sind ja zwei verschiedene. Einmal ein längliches und einmal das kleinere. Ne? Ihr seht schon, das andere ist ein Ticken größer. Aber ich habe mir das kleine vorgenommen. Das hat übrigens diese Nummer. Und es ist eine ganze Menge dabei. Es sind verschiedene Fenster dabei, verschiedene Türen. Also hier, es gibt drei verschiedene Türen. Ne, da ist die andere Tür. Da, drei verschiedene Türen, verschiedene Fensterchen. Dann noch ein wenig Decoration, ein Bäumchen. Hier haben wir noch einen Gartenzaun. Und hier sind die Türen, beziehungsweise die Fenster anders da. Hier hätte man noch einen Wellenrand fürs Dach. Also eine ganze Menge, was ich richtig cool finde. Außerdem habe ich mit dieser Nummer, was ich mir aus der Kooperation rausgesucht habe, werde ich alles verlinken. Und den Rabattcode, der NATA10 ist, natürlich, alles in Infobox. Dann könnt ihr das nachgucken. Da habe ich auch von diesen Halloween-Standschablonen das allerlei dabei. Habe ich ja beim Unboxing gezeigt. Habe ich einiges benutzt. Und aus diesem Halloween-Set mit der Nummer habe ich auch das Spinnweben benutzt. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Aber zuerst einmal. Die Grundhäuser werden zweimal ausgestanzt. Ich habe es natürlich schon gemacht, habe eins schon vorbereitet. Das werden wir jetzt noch verwursteln. Jetzt wollte ich schon kurz sagen, 6 Minuten laber ich schon. Nee. Dann nehme ich mir die Standschablonen raus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Das ist halt immer so eng vom Platz her. Also ich finde es echt cool, das Set. War kleiner als erdacht, als erhofft, aber ja, tatütata. Aber ich finde es dennoch cool. So, dann brauche ich die hier. Aber ich zeige euch gleich mal das fertige Ergebnis. Allerdings werden wir eine andere Version probieren. Zeige ich euch dann gleich. Wenn die Platte schon immer so zerstanzt ist, so zerkratzt ist, dann ist es immer schwierig, die kleinen Teile davon wegzumachen. Mm-mm. Wobei es nicht perfekt sein muss, aber sollte schon möglichst gerade sein. So. Das Ganze macht ihr eben zweimal. Ich mache jetzt noch sauber. Weil die brauchen wir jetzt, glaube ich. Doch, einmal brauchen wir sie noch. Und dann habe ich diesen Bereich, das Dach, stand sich auch einmal aus. Einmal so grobflächig. Einfach, dass es eine andere Farbe hat. Dass es halt ein bisschen anders da aussieht. Jetzt zeige ich euch übrigens mal, was ich mache. Beziehungsweise was wir machen werden. Allerdings versuche ich eine andere Version. Seht ihr dann, was ich meine? So. So, jetzt drehe ich mal die Feinheiten raus. Da
dass das Ganze einfacher geht zum Falzen. Es sind zwar Falzlinien vorgegeben, aber dass es dennoch einfacher ist zum Falzen, gehe ich einmal mit einem... Ja, falze ich die Teile einmal mit einem Dotting-Tool und Lineal nach. Einfach, dann lässt sich es leichter falzen. Das sind zwar Falzlinien vorgegeben. Aber die lassen sich nicht so leicht biegen. So. Ja, müssen wir aufräumen. Dann drehe ich mir das Ganze um. Dann nehme ich Vellum. Schneide mir das jetzt so zurecht. Dass das die Fenster abdeckt. Und klebe mir das dann fest. Mal gucken, da habe ich es dran gelassen. Ich glaube, das braucht man nicht mehr. Also diesmal bin ich total im Halloween-Fieber. Halloween geht ja sowieso immer. Okay. So, das Dach schneide ich jetzt einmal das Überschüssige weg. Also einmal hier. Und der Rest fällt dann ab. Dann nehme ich ein weißes Stempelkissen, ein weißes Fingerschwämmchen und färbe mir den Rand so ein bisschen ein, dass es nicht so flach ist, sondern ein wenig so dreidimensional, also so ein bisschen, ne, Tiefe kriegt. Ist auch nicht schlimm, wenn da irgendwelche Flecken drauf sind. So, dann schneide ich bei einem Also bei einem Teil, bei einem Häuserteil, das Teil ab. Das hier oben. Und dann falze ich einmal, habe ich da nicht gefalzt, alles nach. Wie gesagt, wenn ihr das mit dem Dotting-Tool nochmal nachmacht, dann geht es wesentlich einfacher. Ja, es lässt sich auch so falzen, aber so mit Dotting-Tool nachfahren lässt sich es nochmal einen Ticken besser falzen. Naja, die noch. Gerade diese feinen Teile hier lassen sich dann einfacher falzen. Sagt die und hat einen Knick drin. So. Dann nehme ich Black Suit und gehe alle Ränder einmal ab, sodass das Haus dreckig wird. Und über die Fenster mal so ein bisschen drüber gehen. Wie gesagt, dass das so ein bisschen dreckig und alt und modrig wird. Und das Ganze macht ihr zweimal. So, dann klebe ich mir schon mal die... Ne, ich klebe es erstmal fest. Dann kann das schon mal anziehen und trocknen. So, dann klebe ich mir die Dächer auf.
Ja, normalerweise wird es so ausgestanzt, aber ich lasse diese Schnittkante dran, beziehungsweise die Falzkante oder Klebekante, und nehme das als Überkante vom Dach. Ich zeige es euch gleich nochmal, was ich meine. Ja, normalerweise wird es so ausgestanzt. Irgendwie ist mein Objektiv etwas milchig. Kann aber auch daran liegen, dass es dunkel ist. So wird es ausgestanzt und ich nutze es eben quasi so. Dann habe ich hier einmal den Friedhof ausgestanzt. Den klebe ich mir jetzt einmal hier hin. Allerdings schneide ich dann noch mal ein bisschen weg, weil der ist mir dann doch zu hoch. Man möchte trotzdem vor die Fenster was sehen. Und ihr seht, ich habe die auch mit weißer Farbe eingefärbt. Das nochmal weg, den Nupsi. Dann kann ich das so hinkleben. Ach, die falsche Seite. Mal, da ist die Tür. Da ist schlecht. Da ist schlecht. Muss ich gleich sauber machen. Nicht drauf gucken müssen. So, das schneiden wir ab. Aber ist nicht so tragisch. Mal weg. So, dann nehme ich nochmal mein Dotting-Tool und nochmal mein Lineal und mache diese Falz nochmal nach, weil da haben wir ja gerade drüber geklebt. Da lässt sich sonst schwer falzen. Dann weitere Decoration, einmal das Spinnennetz. Das tue ich jetzt auch einmal hinkleben. Das kommt irgendwie so hier hin. Dann eine Spinni. Die hockt eben auf dem Spinnennetz. Dann habe ich hier die Hand ausgestanzt. Eine Zombie-Hand. So, jetzt ist das Objektiv auch nicht mehr so milchig. Ich bin jetzt mal mit dem Tuch drüber. Entschuldigt. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht habe ich drauf getatscht. Da habe ich ein 3D-Pad drauf gemacht. Und den Zombie-Hand, die klebe ich dann. Da wollte ich noch ein wenig abschneiden, weil die ja zu lang ist. Die klebe ich dann da so hin, dass die aus dem Friedhof kommt. So, jetzt kleben wir mal die andere Hälfte zusammen. Jetzt dürfte der erste Teil getrocknet sein. Da muss jetzt genau der Grabstein sitzen, ne? Aber ich habe gut geklebt. Es passt perfekt aufeinander. Bin schon mal sehr, sehr froh drüber. Eigentlich mein Geist. Ich hatte doch auch einen Geist. Da ist er. Das brauchen wir nämlich alles noch.
So. So. Dann die Fledermäuschen. Die flattern so. Daher. Dann der Geist. Das ist alles aus den Sets, die ich mir rausgesucht habe. Der kommt hier hin. So. Und dann kleben wir mal die Box zusammen. Also einmal so. Na, wir nehmen den großen Kleber. Auch schon wieder fast leer. Ich bastel zu viel. Und die passen eigentlich genau aufeinander. Jetzt darf ich bloß nichts verschieben. Das schaut gut aus. So, jetzt kleben wir den einen Teil, wo wir die Klebekante weggeschnitten haben, kleben wir jetzt schon mal fest. Kleber drauf. Jetzt bleibt es wieder mehr an die Händen kleben als so. Dann habe ich hier ein Stück Restepapier, das hat die Maße 5 x 3 cm. Und dann werden wir mal gucken, ob das so klappt, wie ich das möchte. Da runde ich mir jetzt erstmal die Ecken ab. Wir werden sehen. Mache ich mir jetzt hier einmal Kleber drauf. Also das ist jetzt ein Test, ob das funktioniert, so wie ich das mir vorstelle. Weil normalerweise klebt man das jetzt so zusammen und dann wäre das Haus fertig. Aber oh, klappt. Es ist halt noch feucht, es ist noch nass. Weil, ja, Flüssigkleber. Aber ich habe mir dann gedacht, passt nämlich perfekt rein. Ich habe vorhin schon ausgemessen. Ist das noch alles feucht jetzt? So ein bisschen verschoben. Aber ich mache mal Licht aus. Dann würde es so aussehen. Oh, schaut das cool aus, oder? Das schaut richtig cool aus. So, das nehme ich jetzt halt nochmal auseinander. Lass es erstmal richtig, richtig trocknen. Jetzt hat es sich da verzogen, verschoben. Aber es hat funktioniert. Also das Stück ist 5 cm, ist halt jeweils einen Millimeter kleiner auf den Seiten, aber das ist nicht so schlimm. Mal 3 cm und dann da reinschieben vorsichtig und dann hätte man ein Halloween-Haus. Richtig cool, oder? Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Wie gesagt, die erste Variante habe ich ohne gemacht. Da ist jetzt kein Teelicht drin, aber in dem anderen. Ja, sehr cool. Ich freue mich, dass es funktioniert. Das war der erste Streich. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis dahin. Bye, bye.